Einen wunderschönen, ihr Lieben. Mein Name ist Yannick und das ist SmackDown in 2 Minuten. Die Show beginnt mit Tag Team Action. Kevin Owens und Randy Orton gegen Pretty Deadly. Orton will draußen Kid Wilson durchs Kommentatorenpult werfen, aber Elton Prince kommt dazu und kann das verhindern. Währenddessen schleicht sich Logan Paul in den Ring und knockt Kevin Owens aus, was Pretty Deadly für den Pin und den Sieg nutzen. Orton findet danach Logan Paul, der sich unterm Ring versteckt und will ihn auch durch den Tisch werfen. Aber Pretty Deadly verhindern das. Es gibt den Stunner und den RKO. Logan Paul haut ab, Randy Orton verfolgt ihn durch den Backstage, aber Paul klaut ein Auto und entkommt. Io Sky ist Backstage und spricht darüber, dass Bayley sie und Dakota Kai immer nur benutzt hat. Sie bereut es, Bayley als ihre Freundin gesehen zu haben und wird sie nach WrestleMania hoffentlich nie wiedersehen. Bayley kommt dazu und attackiert Io. Es bricht ein Brawl aus, der das Studio in Schutt und Asche legt, bis die beiden getrennt werden. Jade Cargill unterschreibt endlich ihren SmackDown-Vertrag. Danach hat sie noch etwas zu sagen. WWE hat eins der besten Frauenroster weltweit, aber keine von denen ist Jade Cargill. Der Sturm ist da. Waller und Theory gegen die Street Profits. Theory will den A-Town Down zeigen, aber Dawkins kontert mit der Sit-Out Powerbomb. Ford will den Sack zumachen, aber auf dem Titantron wird gezeigt, dass Cross und Scarlett Bobby Lashley und B-Fab attackiert haben. Ford will den Frog Splash zeigen, aber Theory zieht die Knie an und Waller und Theory gewinnen. Ray fordert Dominik und Santos Escobar zu einem Match mit einem Gegner seiner Wahl. Er stellt Dragon Lee als neues Mitglied der LWO und seinen Partner für WrestleMania vor. New Catch Republic besiegen Angel Garza und Birdo nach einem guten und schnell geführten Match und sind ebenfalls bei WrestleMania dabei. AJ Styles scheint ein wenig an Verfolgungswahn zu leiden, verspricht aber LA Knight bei WrestleMania zu zerstören. Knight attackiert ihn und Styles haut ab. Bianca Belair besiegt Dakota Kai, danach greifen Asuka und Kairi Sane sie an, Naomi macht den Save, aber Damage Control sind in der Überzahl. Jade Cargill kommt dazu und zerlegt die drei im Alleingang. Danach deuten die drei noch aufs WrestleMania-Schild. Alles in allem eine gute Show, WrestleMania wird hier konstant weiter aufgebaut. Match of the Night war New Catch Republic gegen Birdo und Garza. Mein Highlight des Abends war absolut alles, was Jade Cargill gemacht hat. Von mir bekommt die Show eine 7 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann schaut doch mal auf dem Spotify-Podcast-Kanal vorbei.